Um den angespannten Jenaer Wohnungsmarkt zu entlasten, sind Neubauprojekte von großer Bedeutung. Dazu zählen auch die Erlenhöfe, die von der Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss in Jena Ost errichtet werden. Heute überreichte die Thüringer Infrastrukturministerin Susanna Karawanski einen Fördermittelbescheid in Höhe von knapp 39 Millionen Euro für das Sozialwohnungsbauprojekt. Am Fuße des Jenzigs entsteht in Jena Ost mit den Erlenhöfen ein neues Wohngebiet der Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss. Die Thüringer Infrastrukturministerin Susanna Karawanski überreichte dem Bauherren heute einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 39 Millionen Euro. Die Mittel stammen aus dem Landesprogramm zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus. Denn 128 der insgesamt 140 Wohnungen in den Erlenhöfen sollen als Sozialwohnungen bereitgestellt werden. Schließlich steigt auch in Jena der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Wir befinden uns in einem Wettrennen gegen die Zeit. Es fallen sehr, sehr viele Wohnungen aus der sozialen Belegungsbindung heraus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir solchen Projekten im Neubau auch dort sozialen Wohnraum schaffen. Einmal zu einer Durchmischung, dass tatsächlich unterschiedliche Gruppen unterschiedlichen Menschen auch zusammenleben, dass da auch ein Kiez entsteht und auf der anderen Seite, dass dort auch belegungsgebundene, bezahlbare Wohnungen entstehen für den kleinen Beutel, sowohl für die Alleinerziehende als auch für die Großfamilie, dass auch dieser soziale Wohnraum zur Verfügung steht, dass die Zahl der sozialen Wohnungen sich erhöht und wir hier eine Trendumkehr verstetigt schaffen können. 65 der neuen Wohnungen werden über 5 bis 7 Zimmer verfügen, sodass sie auch für größere Familien geeignet sind. Auch Gewerbeflächen sind geplant, die im Erdgeschoss untergebracht werden sollen. Seit dem Spatenstich im Sommer sind die Arbeiten gut vorangegangen. Der Tiefbau ist auf der 15.500 Quadratmeter großen Fläche bereits abgeschlossen. Die Förderung durch das Land ist ein wichtiger Baustein für das Projekt Erlenhöfe. Schließlich stellen die Gelder sicher, dass nicht nur das Bauvorhaben abgeschlossen werden kann, sondern auch eine langfristige Mietpreisbindung umsetzbar ist. Die Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss ist ja froh, dass wir jetzt einen Fördermittelbescheid erhalten haben. Nur durch diese Bewilligung von Fördermitteln ist es uns möglich, dass wir hier einen bezahlbaren, attraktiven Wohnungsmietpreis anbieten können für dieses Projekt und für diese Wohnungen. Durch die Fördermittel können wir wirklich für unsere zukünftigen Mitglieder den Mietpreis auf 20 Jahre deckeln. Das ist enorm. Und wir können im Jahr 2024 die Wohnung hier zu einem Mietpreis von 5,90 Euro netto kalt unseren Mitgliedern anbieten. Und darüber freuen wir uns sehr. Mit ihrer Nähe zu Schulen und Freizeitangeboten wie dem Ostbad, aber auch mit ihrer guten und schnellen Verkehrsanbindung an die Innenstadt sollen die Erlenhöfe ein attraktives Wohngebiet werden. Auch die Stadt profitiert von dem Bauvorhaben. Schließlich sind Sozialwohnungen in Jena Mangelware.